Herzlich willkommen zu unserem Webinar Frieden und Entwicklung 2020. Könntet ihr vielleicht in den Chat was schreiben, wenn ihr sie mich hören könnt? Okay, da kommen Rückmeldungen, das ist schön. Okay. Dann würde ich kurz den Ablauf vorstellen, uns beide vorstellen und dann an Frau Koni Zimmer übergeben. Herzlich willkommen zu unserem Webinar Frieden und Entwicklung 2020. Mein Name ist Krishan Oberle. Ich arbeite für den Bund für soziale Verteidigung. Wir sind ein Fachverband der deutschen Friedensbewegung und beschäftigen uns mit Alternativen für Militär. Und machen Konzeptentwicklung, versuchen Ideen in Politik unterzubringen und eben auch über Bildungsarbeit bekannt zu machen. Dieses Webinar findet statt im Rahmen des Projekts Share Peace. Das ist ein Bildungsprojekt, mit dem wir uns insbesondere an Multiplikatoren in der Bildungsarbeit oder auch in der politischen Arbeit wenden möchten. Werden dabei unterstützt, gefördert von der Stiftung Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Genau. Dann übergebe ich an Sie, Frau Koni-Zimmer. Vielen Dank, dass Sie dabei sind heute Abend. Ja, hallo und herzlich willkommen an alle. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute Abend mit Ihnen diskutieren zu können und Ergebnisse aus einer Studie zu präsentieren, die wir an der HSFK durchgeführt haben. Dazu gleich mehr. Ich finde es noch immer ein bisschen befremdlich, vor so einem Computer zu sitzen und Sie eigentlich alle nicht zu sehen. Aber gut, ich versuche mein Bestes und versuche auch die Zeit wirklich nicht überzustrapazieren, damit wir möglichst viel auch vielleicht über Fragen und Antworten sehen können, welche Interessen Sie haben. Ich möchte ganz kurz thematisch einsteigen, bevor ich was zu meiner Person sage. Und zwar möchte ich starten mit einem Zitat von Dan Smith, dem Direktor von SIPRI, dem schwedischen, einem großen schwedischen Friedensforschungsinstitut. Er hat in einem Interview für unsere Studie gesagt, Frieden und Entwicklung gehen tatsächlich Hand in Hand, auch wenn Entwicklung natürlich ebenso Konflikte erzeugen kann. Man braucht Frieden, damit echte Entwicklung möglich ist. Und man braucht Entwicklung, um nachhaltig zuverlässige und friedliche Beziehungen herzustellen. Der Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung scheint auf den ersten Blick für viele von uns ganz logisch und positiv, mehr Frieden, mehr Entwicklung. Aber er ist auch äußerst komplex und von vielen Zielkonflikten und Gegensätzen geprägt. Also nicht immer kann man Frieden und Entwicklung gleichzeitig erreichen. Es gibt Staaten, die sich wirtschaftlich gut entwickeln, aber die wir nicht als friedliche Gesellschaften bezeichnen würden. Es gibt Staaten mit einem niedrigen Gewaltniveau, die aber sozusagen, die wir als ökonomisch unterentwickelt, als eher arme Staaten bezeichnen würden. Es ist also nicht so einfach. Der Zusammenhang zwischen Entwicklung und Frieden wurde auch, und das wissen vielleicht viele, im Rahmen der Sustainable Development Goals immer wieder thematisiert oder wird dort immer wieder thematisiert. Frieden ist ein Grundpfeiler der Agenda 2030 und insbesondere SDGs 16 sieht die Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften vor und zielt auf den Abbau aller Formen von Gewalt. Gleichzeitig ist aber auch klar geworden, dass Gewaltkonflikte und Fragilität eines der Haupthindernisse für die Erreichung der SDGs sind. Gewaltkonflikte haben nicht nur direkte Kosten, wenn man das überhaupt Kosten nennen möchte, nämlich Tote, Verletzte, Vertriebene, sondern es gibt auch eine ganze Reihe indirekter Folgen für die medizinische Versorgung, Ernährungssicherheit, Wasserversorgung etc. pp.
Ich habe zum Beispiel heute nochmal in eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms UNDP geschaut. Und danach hat zum Beispiel der Konflikt im Jemen das Land bisher schon um mehr als 20 Jahre in der ökonomischen Entwicklung zurückgeworfen. Und hier sprechen wir noch nicht über menschliche Entwicklung. Diese ganzen Zusammenhänge, die sehr komplex sind zwischen Frieden und Entwicklung, möchte ich gerne heute mit Ihnen diskutieren und Ihnen eben Ergebnisse aus einer Studie vorstellen, die wir an der HZK durchgeführt haben. Gerade fliegt das erste Blatt durch unser Wohnzimmer, Entschuldigung. Also mein Name ist Melanie Kuni-Zimmer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und arbeite dort im Programmbereich internationale Organisationen. Dort arbeite ich an einem Projekt, in dem wir uns insbesondere beschäftigen mit der Einbeziehung von NGOs, nichtstaatlichen Akteuren, in internationale Organisationen. Und dort arbeite ich unter anderem zur Weltbank und zum UN-Sicherheitsrat. Ich beschäftige mich aber auch schon sehr lange und immer wieder mit Themen der Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention. Unter anderem vertrete ich die HZK im Beirat Zivile Krisenprävention der Bundesregierung. Dieser Beirat ist ein Beratungsgremium, das verschiedene Ministerien berät, hinsichtlich unter anderem hinsichtlich ihres Engagements in Krisenregionen. Die HZK, das will ich auch noch kurz sagen, weil es hier vielleicht nicht jedem ein Begriff ist, ist eines der größten Friedensforschungsinstitute in Frankfurt am Main, mit mehr als 60 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und wir arbeiten einerseits in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung, aber eben auch in der Beratung oder wir beraten eben auch Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft. Die Studie, über die ich heute spreche und aus denen ich Ihnen zumindest ein paar oder in denen ich Ihnen ein paar Einblicke geben will, haben wir durchgeführt, sozusagen so im letzten Drittel 2019, im Auftrag des BNZ, also des Ministeriums für Entwicklungszusammenarbeit. Und sie trägt eben den Titel Frieden und Entwicklung 2020. Im Zentrum dieser Studie war eben, dass wir 30 Expertinnen aus allen Weltregionen dazu befragt haben, was sie als aktuelle Trends und Entwicklungen, Erfahrungen und Herausforderungen für den sozusagen Nexus für den Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung sehen. Das hatten wir auch abgesprochen, Herr Oberloh und ich, also Sie dürfen gern auch während des Vortrags schon Verständnisfragen stellen, wenn das hilft. Genau, also tun Sie das gerne. Und die Studie steht natürlich auch frei verfügbar auf der Seite der HZK zum Download bereit. So, in folgenden Minuten, vielleicht 20 Minuten, denke ich, würde ich gerne in zwei Teilen über diese Studie reden. Und wie gesagt, ich habe einfach so ein bisschen verschiedene Highlights herausgesucht. Die Studie ist sozusagen ein Gemeinschaftsprodukt sehr vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich habe an Teilen mitgeschrieben, natürlich nicht an allen. Und wie gesagt, ich versuche jetzt einfach so ein bisschen einen Querschnitt zu bieten. Ich würde gerne zunächst generell nochmal auf den Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung eingehen, nochmal auf die aktuelle Entwicklung des Konfliktgeschehens und die Betroffenheit auch der Entwicklungszusammenarbeit durch. Und dann habe ich mir eine Reihe von Herausforderungen herausgesucht, die ich einfach gern thesenartig nochmal in den Mittelpunkt stellen würde. Genau, habe eine fünfte Herausforderung mit dazu genommen, die nicht der Studie entstand, aber die wahrscheinlich momentan alle irgendwie beschäftigt. Und das ist sozusagen
die Auswirkungen von der Corona-Krise auf den Nexus Frieden und Entwicklung. Dann würde ich jetzt beginnen mit ein paar Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung. Ich habe bereits eben angesprochen, dass Gewaltkonflikte ein Hauptproblem für die als eines der Hauptprobleme für die Erreichung der SDGs gelten. Vor 30 Jahren, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, war zunächst ein Abwärtstrend in den Indikatoren organisierter Gewalt zu beobachten. Und diese positive Entwicklung sozusagen kippte aber bald wieder und es kam zum erneuten Anstieg von Gewaltkonflikten. Wenn man Zahlen des Uppsala Conflict Data Program folgt, also das ist einer der renommiertesten Konfliktdatenbanken, die es weltweit gibt, dann gab es im Jahr 2014 die höchste Anzahl bewaffneter Konflikte seit 1946. Und auch im Jahr 2018, das ist im Prinzip das Jahr, für das wir umfassend Daten zur Verfügung haben, ist das Konfliktniveau auf einem historisch hohen Niveau. 37 Staaten waren im Jahr 2018 von Gewaltkonflikten betroffen. Wenn dieser gegenwärtige Trend anhält, werden nach Schätzungen der OECD im Jahr 2030 mehr als die Hälfte der armen Menschen in Ländern leben, in denen das Gewaltniveau hoch ist. Was bedeutet es nun für Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern, in denen Gewaltkonflikte stattfinden? Deutschland zählt nun schon seit einigen Jahren durchgehend zu den Top 3 Gebern im Sektor Konflikt, Frieden und Sicherheit. Das sind Daten zu bilateraler Official Development Aid, ODA, die berichtet werden an die Organisation OECD. Also Deutschland ist sehr engagiert in diesem Bereich. Und derzeit fließt mehr als die Hälfte der bilateralen ODA in Konfliktstaaten. Das waren im Jahr 2017 insgesamt immerhin 6,5 Milliarden Euro. Wenn man sich das anschaut, und das zeigt Ihnen im Prinzip so ein bisschen diese Grafik, die jetzt im Detail nicht so gut wahrscheinlich zu erkennen ist hier, aber die man auch im Bericht ja nochmal anschauen kann. In Rot- und Rosatönen werden hier Kooperationsländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gezeigt. Und zum anderen, diese blauen Punkte sind Konfliktereignisse im Prinzip. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist Deutschland eben momentan in nahezu allen von Gewaltkonflikten betroffenen Ländern entwicklungspolitisch aktiv. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Nexus zwischen Entwicklung und Frieden. Und diese Herausforderung, die sich damit stellt, die ist natürlich auch in der Politik zunehmend angekommen. Ich will noch mal ganz kurz eine andere Grafik zeigen, die so ein bisschen die Komplexität des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Frieden zeigt. Also wenn man sowohl Frieden als auch Entwicklung als Prozesse versteht, dann beeinflussen die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn man zum Beispiel, und relevant sind jetzt insbesondere auch diese blau-grauen Pfeile, auf die ich kurz hinweisen möchte,
Wenn man zum Beispiel den Bereich der sozioökonomischen Entwicklung nimmt, dann ist natürlich die Reduktion von Armut etwas, was Ursachen von Gewalt auch reduzieren kann. Wirtschaftswachstum, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze sind natürlich auch wichtig für einen Staat und seine Bevölkerung. Andererseits auf der negativen Seite kann natürlich wirtschaftliche Entwicklung auch zu Umverteilungseffekten und dann wieder zu zusätzlichem Konfliktpotenzial führen. Also sozusagen immer sehr ambivalent, sozusagen auch mit den Auswirkungen von einer in die andere Richtung. Ähnliches gilt zum Beispiel im Bereich der politisch-institutionellen Entwicklung, wenn man sich etwa anschaut, also viel diskutiert wird jetzt zum Beispiel das Phänomen der Demokratieförderung oder der Demokratisierung, was wir zunächst mal als oft auch als einen wünschenswerten Prozess sehen und definieren und was sozusagen eine friedliche, also wir sehen ja Demokratie auch als die Staatsform, in der eine friedliche Bearbeitung von Konflikten auch möglich gemacht wird. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus der Forschung, dass Demokratisierung immer auch Potenzial für Gewaltkonflikte oder für sozusagen Konflikte mit sich bringt. Und als letztes dann eben auch, es gibt natürlich auch Maßnahmen, die zielen direkt auf Gewaltreduktion und Friedensaufbau. Und sollen sozioökonomische Entwicklung und politisch-institutionelle Entwicklung möglich machen. Gleichzeitig ist aber eben auch hier keine Garantie. Wenn man also sozusagen diese ambivalenten Effekte ernst nimmt, dann ist es eben gar nicht so einfach, Frieden und Entwicklung gleichzeitig zu fördern. Und es ist sozusagen mit sehr vielen Schwierigkeiten auch und mit sehr vielen Abwägungen verbunden, wenn man sich es als Ziel setzt, sowohl Entwicklung als auch Frieden gleichzeitig zu fördern. Und insbesondere ist in dem Zusammenhang natürlich auch wichtig, dass dass sowohl sozioökonomische Entwicklung als auch der Aufbau von Frieden in einer Gesellschaft verstanden als Prozess hin zu einem positiven Frieden auch eine sehr langfristige Förderung und Unterstützung von Partnerländern hinausläuft und darauf beruht. Wir haben nun in unserer Studie eben Expertinnen aus allen Weltregionen befragt, zum Zusammenhang zwischen Entwicklung und Frieden und Entwicklung. Und was für uns in dem Zusammenhang auch überraschend war, war, wie einheitlich viele Antworten waren. Natürlich gibt es auch verschiedene regionale Trends, sehr unterschiedliche lokale und nationale Situation, vor deren Hintergründen die jeweiligen Expertinnen und Experten natürlich gesprochen haben. Andererseits, wie gesagt, gab es überraschende Einigkeit, was gewisse sozusagen Makrotrends angeht, die von allen Expertinnen und Experten in allen Weltregionen auch gleichermaßen identifiziert wurden als Herausforderungen für eine Friedensentwicklungspolitik. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Trend oder der ersten Herausforderung, die sehr viele Expertinnen und Experten identifiziert haben. Und das war der Hinweis auf eine weltweite Welle innergesellschaftlicher Transformationen, sowohl in Geber- als auch in Empfängerländern, die Auswirkungen auf die Gestaltung und die Erfolgschancen von Entwicklungszusammenarbeit haben. Das betrifft einerseits konkret den Aufstieg nationalistischer, illiberaler und teils auch offen autoritärer Bewegungen und Führungspersonen. Und das, wie gesagt, nicht nur im globalen Süden, sondern auch durchaus im globalen Norden.
Damit verbunden wird oft auch, was vielleicht viele schon gehört haben, der Trend zur Einschränkung zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume, insbesondere auch im globalen Süden, also Closing oder Shrinking Civic Spaces. Auf der anderen Seite wurde aber auch immer wieder hingewiesen auf das Erstarken neuer Protestbewegungen von Hongkong über Sudan bis in den Irak. Und dazu auch das eins der Zitate, die ich hier auf die Folie geschrieben habe, der Eindruck, dass Konflikt ein notwendiges Mittel für gesellschaftlichen Wandel ist und als solches auch positiv und hilfreich. Aber es natürlich hier auch immer die Gefahr gibt, dass es sozusagen zu einer Eskalation und zur Anwendung von Gewalt kommen kann. Und das ist natürlich sozusagen ein Trend, auf den Entwicklungszusammenarbeit arbeiten oder den Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigen muss, von dem viele Akteure der Entwicklungszusammenarbeit, sowohl staatliche als auch nichtstaatliche, betroffen sind und die eben auch Handlungsmöglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit teilweise einschränken. Der zweite Trend ist als solcher auch keine riesige Überraschung und wurde sozusagen von den Expertinnen und Experten aus aller Welt tatsächlich gespiegelt. Das ist die wachsende Bedeutung von Klima und von Klima und natürlichen Ressourcen. Dabei ist zunehmend klar und relativ eindeutig für alle, und das würden wahrscheinlich auch viele hier teilen, dass Klimawandel sowohl Entwicklungs- als auch Friedensprozesse beeinflusst. Zwei Dinge sind aber unklar, nämlich einmal, und oft wird Klimawandel da als Risikomultiplikator bezeichnet. Also der Klimawandel hat ein enormes Potenzial zur Destabilisierung von Gesellschaften. Es wurde immer wieder angeführt, die Auswirkungen des Klimawandels, gerade auch auf Konflikte auf lokaler Ebene, etwa wenn es um den Zugang zu natürlichen Ressourcen wie etwa Wasser geht. Es wurden genannt Phänomene wie Migration, Landflucht und Urbanisierung, die im Zusammenhang mit Klimawandel stehen, wobei gleichzeitig wissenschaftlich gesprochen nicht ganz klar ist, wie die genauen Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gewaltkonflikten sind und welche Rolle Klimawandel sozusagen im Zusammenspiel mit anderen Konflikttreibern und Ursachen spielt. Aber es ist sozusagen ein Bereich, wo Entwicklungszusammenarbeit auch als Teil, als Mittel struktureller Krisenprävention eben eine wichtige Rolle haben könnte, müsste, sollte. Genau. Der dritte, jetzt bin ich in meinen Folien, Entschuldigung. Vielleicht können wir auch mal zwischendurch schauen, ob da auch gerade jemand Fragen hat zu den beiden Punkten schon oder genau. Logisch, gerne. Gerne über den Chat oder sonst auch per Handzeichen. Also ich kann einfach, wenn sich über den was Technisches, okay. Okay. Das Audio ruckelt sehr. Ist es bei vielen anderen Menschen auch so?
Okay. Okay. Dankeschön für die Rückmeldung. Dann, genau, wenn noch Fragen auftauchen, dann moderiere ich die und sonst genau so zu Ihnen, Frau Konitzinger. Herausforderung 3, oder genau, die ich kurz ansprechen wollte, sind weltpolitische Machtverschiebungen, die wir ja auf internationaler Ebene beobachten können, zunehmende sozusagen Konflikte auch zwischen Großmächten, sei es aktuell im UN-Sicherheitsrat oder wenn wir auf bestimmte Konfliktherde schauen, vielfach sozusagen der Multilateralismus in der Krise als eine Diagnose, weil Länder wie die USA, wie Russland und China sich eben nicht dem internationalen Status quo oder bestimmten Verpflichtungen verpflichtet fühlen. Was in dieser Studie von Experten gespiegelt wurde, war eben, dass das, was sich auf der großen internationalen Bühne zeigt, eben auch auf regionaler, lokaler Ebene stattfindet. Und das ist jetzt in dem Sinne für viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auch nichts Neues. Aber es gibt eben zunehmend, gerade auch in Konfliktregionen, Staaten, in denen es Gewaltkonflikte gibt, neue Geber, nicht traditionelle Geber, wie immer man das nennen mag, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit und auch in der Friedensschaffung und Konsolidierung engagieren. Sei das China, ich habe hier, um nicht sozusagen das übliche China-Beispiel zu bemühen, ein Zitat zu Russland gewählt. Aber es gibt natürlich auch andere Staaten wie Brasilien beispielsweise, Südafrika mit seinem Engagement gerade auch im regionalen afrikanischen Kontext, Chinas Rolle in verschiedenen asiatischen Staaten. Also sozusagen, da passiert sehr viel, da verändern sich sozusagen die Machtverhältnisse im weitesten Sinn. Und dadurch verändert sich auch der Kontext für entwicklungspolitisches Handeln, natürlich auch der Bundesregierung. Das muss jetzt alles nicht per se schlecht sein. Aber es kommt sozusagen zunehmend zu Konkurrenzsituationen, auch zu Druck und auch zu der Frage, wie man eben mit solchen neuen Gebern umgeht, ob man sie einbinden kann in gewisse Koordinationsmechanismen oder ob das eben vielleicht auch nicht möglich ist. Ich habe jetzt sozusagen diese drei Herausforderungen gewählt, weil das einfach was war, was, wie gesagt, sich auch über alle Interviews gezogen hat und irgendwie in allen Weltregionen diskutiert wurde. Und das fanden wir schon auch sehr, sehr spannend. Genau, es hatte eine Zwischenfrage gegeben nochmal, und zwar zu den Expertinnen und Experten, auf denen die Studie aufbaut, genau. Wir haben sozusagen versucht, soweit das möglich war im Rahmen unserer Ressourcen, beides einzubeziehen und insbesondere sozusagen solche Experten zu wählen, die tatsächlich auch mit der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Frieden beschäftigen. Und das sind manchmal Menschen, die eher an Instituten, Thinktanks sitzen, die sich mit entwicklungspolitischen Themen beschäftigen, manchmal aber auch eher sozusagen Menschen aus der, genau, ja, also sozusagen, wir haben versucht, gerade an dieser Schnittstelle zu suchen und die Leute befinden sich im Prinzip an Institutionen, die entweder oder zugeordnet sind. Die tatsächlich, weil die, da kommt jetzt nochmal die Nachfrage, also ob sozusagen der
der Kern der Forschungsmethode, waren tatsächlich sehr lange In-Depth-Interviews mit diesen 30 Expertinnen aus allen Weltregionen. Die Interviewliste ist auch sozusagen transparent am Ende der Studie zu finden. Und wir haben im Prinzip genau diese Interviews gemacht, entsprechend, also Kolleginnen und Kollegen haben das gemacht und kodiert. Und wir haben das dann sozusagen angereichert mit der Sekundärliteratur, mit wissenschaftlicher Literatur, im Abgleich mit sozusagen Leitliniendokumenten der internationalen und deutschen Politik. Also das war im Kern die Forschungsmethode. Ich hoffe, das beantwortet die Fragen. Ansonsten gern nochmal nachhaken. Damit würde ich dann zur vierten Herausforderung übergehen, die sich ergeben hat. Oder eigentlich ist es auch eines der zentralen Forderungen aus der Studie und auch der Expertinnen. Ganz generell sehen alle Expertinnen und Experten und auch die wissenschaftliche Literatur immer den positiven Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung. Und sie sehen aber auch gerade, dass die Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle in der Krisen- und Gewaltprävention spielen kann. Eine Diskussion über die Idee der Krisen- und Gewaltprävention gibt es nicht erst seit gestern. Die gibt es im Prinzip schon sehr lange und sie hat aber in den letzten Jahren vor dem Hintergrund auch des Konfliktgeschehens nochmal erneut an Bedeutung gewonnen und an Aufschwung erfahren. Prävention ist zum Beispiel das zentrale Leitmotiv im Pathways for Peace Bericht von Weltbank und Vereinten Nationen herausgegeben. UN-Generalsekretär Guterres hat Konfliktprävention zu einem zentralen Ziel seiner Amtszeit erklärt. In Deutschland hat die Bundesregierung im Jahr 2017 neue Leitlinien zur Krisenprävention herausgegeben. Obwohl das allen klar ist und alle übereinstimmen, ist trotzdem das, ich will nicht nur sagen das Gefühl, sondern die Feststellung, dass dieses Commitment immer noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Sondern dass Prävention anstrebenswert ist. Andererseits Politik, internationale Organisationen, aber auch einzelne Staaten eher damit beschäftigt sind, auf akute Krisen zu reagieren und nachhaltige Ansätze oft dahinter zurückstehen. Die meiste Hilfe wird noch immer dann geleistet, wenn Gewalt ausgebrochen ist, das Kind also eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Dabei wäre es natürlich sozusagen einerseits, um menschliches Leid zu verhindern, andererseits aber auch aus Kostengründen viel besser Gewalteskalation von Konflikten zu verhindern. Und dazu braucht es natürlich aber auch finanzielle Ressourcen und ein langfristiges Engagement und auch eine langfristige Beobachtung dessen, was in bestimmten Staaten passiert. Weil wenn Gewalt eskaliert, dann ist es natürlich sozusagen, also das bekommt dann jeder mit. Es gibt aber, Gewalt passiert ja nicht einfach von heute auf morgen, sondern es gibt oft sehr langfristige Anzeichen dafür, dass es brodelt. Es gibt auch Akteure, die darum wissen, aber das weiß man eben auch nur, wenn man langfristig in einem Land engagiert sind, ja, und die Entwicklungen dort auch vor Ort beobachten können. Ganz zum Schluss will ich nochmal, ich habe sehr lange überlegt, ob ich es tue, aber ich denke, es ist irgendwie auch schon wieder fast
unvermeidbar. Deshalb will ich schließen mit ein paar Worten zur aktuellen Corona-Krise. Ende letzten Jahres, als meine Kolleginnen und Kollegen die Interviews für diese Studie geführt haben, war globale Gesundheit praktisch kein Thema. Ich habe nicht mehr überprüft, ob es in irgendeinem der Interviews vorkam, aber wenn, dann höchstens ganz generisch als Gesundheitsversorgung. Aber es war jetzt kein großes Thema. Aktuell ist es natürlich ein Thema, das unglaublich wichtig ist, das auch sehr wichtig sein wird für die nahe und weitere Zukunft, weil die aktuelle Krise mit Sicherheit große Herausforderungen für Friedens- und Entwicklungspolitik mit sich bringen wird. Ich habe ein aktuelles Zitat des International Rescue Committee aufgenommen, die schätzen, dass zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Menschen in fragilen und von Konflikten betroffenen Ländern am Virus erkranken könnten. Und dies könnte zu 1,7 bis 3,2 Millionen Toten führen. Schon jetzt hat Corona massive Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und auf die Wirtschaft in vielen Ländern des globalen Südens. Und wir reden hier natürlich über ganz andere Infrastrukturen und auch ganz andere Probleme als hier in Deutschland. Der Lockdown bedeutet dort für viele Menschen den sofortigen Verlust des Einkommens und ihrer Lebensgrundlagen. In einer aktuellen Studie der ILO, also der International Labour Organization, heißt es, dass aufgrund der Corona-Krise bis zu 1,5 Milliarden Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren könnten. Natürlich ist in diesen Ländern, sind die Gesundheitssysteme in diesen Ländern nicht auf die Bekämpfung der Pandemie ausgerichtet. Schon jetzt wird befürchtet, oder es gibt sozusagen einzelne Evidenzen und Hinweise darauf, dass die Krise auch genutzt werden kann, um die Handlungsfreiheit der Zivilgesellschaft einzuschränken. Falls es zur Ausbreitung der Infektionen kommt, was wir oft gar nicht so genau wissen, weil die entsprechenden Daten nicht da sind, sind massive Auswirkungen auf Vertriebene und Flüchtlinge zu erwarten. Der UN-Generalsekretär hat schon vor, ich glaube, 1,5 Monaten zu einem Global Humanitarian Ceasefire aufgerufen, also zu einem humanitären Waffenstillstand, sozusagen Zeit für die Vorbereitung auf die Pandemie zu schaffen. Dem wurde zwar in einigen Ländern entsprochen, aber gleichzeitig wird in einigen Ländern, scheint es eher so zu sein, dass die Spannungen zunehmen, auch im Schatten. Ich habe gestern zum Beispiel jemand gehört, der über Libyen und Jemen gesprochen hat und da sozusagen im Schatten dieser möglichen oder teilweise angekündigten Ceasefire eher eine Vergrößerung der Spannungen aussieht. Genau. Welche genauen Auswirkungen das auf Konfliktdynamiken haben wird, ist noch unklar, aber ich denke, es etwas, was man sehr genau im Auge behalten muss. Das BMZ hat jetzt ein erstes großes Corona-Hilfspaket lanciert mit 1 Milliarde Euro Umfang und mit einem Mehrbedarf von weiteren 3 Milliarden Euro
für Gesundheit und Pandemiebekämpfung, aber auch Ernährungssicherheit und die Stabilisierung von Flüchtlings- und Krisenregionen. Genau, das sind, glaube ich, sehr eindrückliche Zahlen, die auch zeigen, dass da genau an dieser Schnittstelle Entwicklung, Frieden einfach auch zukünftig eine sehr umfassende Antwort notwendig sein muss oder notwendig ist, an der sich auch Deutschland beteiligen sollte. Und damit belasse ich es jetzt endgültig und freue mich auf Fragen oder vielleicht eben auch Ergänzungen, denn sozusagen das sind ja Ergebnisse einer akademischen Studie und viele von Ihnen haben sicher auch direkte Erfahrungen, die Sie einbringen können. Vielen Dank für den Vortrag. Genau, es sind schon ein paar Fragen jetzt angefallen. Ich würde dies einfach nochmal zitieren und für die Menschen, die jetzt noch Fragen haben, sie können auch die Hand heben. Genau, das macht auch schon jemand. Und da würde ich nachher die Mikrofone einfach freischalten, damit sie die Fragen dann selber stellen können. Da gab es eine Frage, die hat sich noch bezogen auf die Pathways, soweit ich das verstanden hatte. Neben all den aufgezählten Gemeinsamkeiten zwischen den ExpertInnen-Meinungen, was waren die Unterschiede? Also Sie hatten jetzt viele Gemeinsamkeiten eben. Genau. Unterschiede. Unterschiede fällt mir gerade schwer. Ich kann so ein paar Überraschungen vielleicht auf ein paar Überraschungen hinweisen. Was für mich zum Beispiel überraschend war, es gab zum Beispiel Erwartungen, dass sowas wie das Phänomen der Digitalisierung eine Rolle spielen würde. Das kam in diesem ganzen Bereich kam irgendwie kaum vor, weder positiv noch negativ. Was ich auch überraschend fand, was nur sehr partiell kam, war das Thema Gender. Das fand ich auch sehr überraschend, dass das nur von, also es wurde erwähnt, aber es war jetzt irgendwie auch nicht das große Thema, obwohl das Jahr 2020 ja durchaus für den Bereich Gender auch sehr wichtig ist. Sonst fällt mir gerade gar nichts so richtig ein. Genau, würde es mal dabei belassen. Wenn mir noch was einfällt, sage ich später nochmal. Super, danke schön. Dann gab es noch eine Frage in Bezug auf Lateinamerika und EZ, dass eben Lateinamerika stark aus dem Fokus des BMZ gerückt wurde in den letzten Jahren, obwohl eben in vielen dieser Länder gewaltfreie Proteste stattfinden, die dann auch teilweise mit Repression eben konfrontiert werden, Chile, Ecuador, Nicaragua, Venezuela. Und dann eben auch als weiter als Low-Intensity-Konflikte eben existieren. Ja. Wird es aufgegriffen in der Studie und gibt es da konkrete Empfehlungen in Richtung Bundesregierung? Ja, also das wird insofern nur in einem Teil der Studie aufgegriffen, wo es tatsächlich darum geht, dass eben aus allen Konfliktregionen eben auch, also dass sehr viel von Expertinnen eben über diese Herausforderungen innergesellschaftliche Transformationen. Wir sehen diese Welle von Protesten in ganz vielen Ländern
Das wird natürlich aufgegriffen. Und wir differenzieren natürlich auch zwischen verschiedenen Konflikten, aber es gibt jetzt keine spezifischen Empfehlungen zu Lateinamerika. Es gibt natürlich an der HSFK Kolleginnen und Kollegen, die sich insbesondere auch mit Protesten und dem Phänomen von Shrinking Spaces beschäftigen. Aber direkte, konkrete Empfehlungen jetzt spezifisch zu Lateinamerika, nein. Dann würde ich noch die beiden Fragen im Chat weitergeben und dann an die Menschen, die gerade sich gemeldet hatten. Und zwar gab es noch eine Frage in Richtung Demokratisierung und Diktatur, wo gefragt wurde, verschiedene Leute haben mir gesagt, dass die Diktatur besser für die Entwicklung eines Landes ist als die Demokratie. Mit der Hauptbegründung, dass ein Diktator einfach direkt Dinge entscheiden kann, während zum Beispiel Gesetze im Parlament ewig brauchen, bis sie durch sind. Außerdem würde dadurch, dass die Regierung nach einigen Jahren neu gewählt werden würde, eine gute, durchgängige Arbeit derselbigen kaum möglich sein. Daher sei zum Beispiel eine Präsidentschaft auf Lebenszeit sinnvoll. Was sagt die Wissenschaft dazu? Das geht vielleicht so ein bisschen, kann ich vielleicht diese Folie dazu nutzen, was dazu zu sagen. Eine Demokratie ist natürlich eine Form des Interessensausgleichs und Demokratisierungsprozesse insbesondere sind natürlich auch oft mit Konfliktpotenzial verbunden, auch weil sie zur Umverteilung von Macht führen. Und natürlich sind demokratische Aushandlungsprozesse, ich meine, das sehen wir ja im Prinzip momentan auch in Deutschland, demokratische Aushandlungsprozesse sind schmerzhaft, sie sind ein Interessenausgleich zwischen verschiedenen Gruppen. Aber das Argument, dass es einfacher ist, für sozusagen, natürlich ist es einfacher, wenn ein Diktator eine Entscheidung trifft, aber das, damit kann ich sozusagen nicht die Inklusion der Menschen in einem Land sicherstellen und auch die Einbeziehung verschiedener Interessen, verschiedener Bevölkerungsgruppen. Also mein genau sozusagen dafür sind Wahlen, dafür sind demokratische Verfahren da. Und wie gesagt, wir genau, also wir wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass eben Demokratisierungsprozesse oft auch Konfliktpotenzial mit sich bringen und dass man darauf sehr achten muss natürlich auch. Schön. Jetzt hatte schon länger Herr Guerazzi, Sie hatten aufgezeigt, können Sie Ihr Mikrofon anschalten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und auch Frau Gebrewold oder Herr Gebrewold. Er hat aber auch hier nochmal in die Studie geschrieben, ne? Die Quintessenz der Studie. Jetzt habe ich gerade, okay, ich hoffe, man hört mich, da war gerade so ein komisches Krachen. Also die Quintessenz der Studie. Eine Quintessenz war, die ist nicht furchtbar überraschend, ja, also nicht falsch verstehen. Dieser Fokus auf Krisenprävention und eine
sozusagen eine ernsthafte Umsetzung des Fokus auf Krisenprävention in der deutschen und internationalen EZ ist jetzt irgendwie nicht berauschend neu. Und es war trotzdem etwas, was sozusagen durchgängig gefordert wurde. Damit verbunden eben ein Hinweis auf ganz viele Dinge, die Bedeutung von einem langfristigen Engagement in Krisenregionen, ein Engagement, das auch genau auf gesellschaftliche, auf die Unterstützung sozusagen gesellschaftlicher Prozesse in Zielländern führt, Zielländern, das darauf basiert. Das ist der eine Punkt, also dieser ganze Komplex Krisenprävention und wie sollte man das umsetzen und auch mit finanziellem Engagement unterlegen. Und das andere, worüber ich jetzt heute überhaupt nicht gesprochen habe, ist die Frage der Politikkohärenz, wo irgendwie sehr viele Mängel identifiziert wurden. Und das kann man natürlich auf unterschiedlichen Ebenen durchdeklinieren, diese Frage der Politikkohärenz. Das ist was, worüber wir in Deutschland auch sehr viel sprechen. Also es gibt ja nicht nur das BMZ als Akteur, sondern eben auch das Auswärtige Amt, das BMVG, das BMI, das BMWI, Punkt, 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 Punkt. Also da stellt sich natürlich die Frage der Politikkohärenz, auch wenn es da Bewegung gibt, für wenn man jetzt sozusagen von der Seite oder genau aus der Perspektive des globalen Südens, der Empfängerländer darauf schaut, dann ist es nicht so sehr, wie steht es um die Kohärenz deutschen Handelns, sondern wie steht es auch um die Kohärenz des Handelns verschiedener Geber. Und das Gefühl ist, dass eben da, also sozusagen, das ist das Bekenntnis der Kohärenz, zur Kohärenz und zu kohärentem Handeln gibt, aber dass es eben auf der anderen Seite sehr viel Wettbewerb zwischen verschiedenen Gebern gibt und das ist irgendwie so eine ganz offene Problematik, die aber sehr, sehr deutlich wurde, dass es eben Koordinationsmechanismen auf nationaler Ebene in Empfängerländern braucht, aber sehr wenig an guten Beispielen, wie das funktionieren kann. Genau, es hat das mittlerweile funktioniert. Darf ich gleich sprechen? Genau, danke. Ja, super. Vielen Dank für die Hilfe. Mir war nicht klar, wie ich mein Mikrofon einschalte vorhin. Es hat mir sehr, sehr interessiert, Ihre Studie. Vielen Dank. Ich arbeite viel mit Frieden. Ich melde mich aus Kamerun. Ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Kamerun und arbeite ich für den ZFD, den zivilen Friedensdienst. Und ich hätte gern Ihre Meinung, ne, über eine Meinung, mehr als eine Frage. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn wir so Europäer, sage ich jetzt einfach, ne, ich bin auch Europäer wie Sie, wir haben bestimmte Ideen, ne, über was ist Konflikt und was ist Frieden. Und diese Ideen sind nicht immer, die entsprechen nicht unbedingt die Mentalität von den Ländern, wo wir dann durch die EZ zum Beispiel aktiv sind, ne? Oder in meinem Fall mit dem ZFD. Deswegen fand ich auch sehr schön, dass Sie trotzdem diesen Slide über den Covid-19 präsentiert haben, weil das war wieder, ich merke jetzt, was in Kamerun passiert ist, das war wieder eine Spannung, ne? Das war plötzlich eine Pandemie. Und die meisten Kameruner haben das sehr, sehr negativ empfunden, diese Geldmasse, die plötzlich jetzt gegen den Covid auch an Kamerun zum Beispiel angeboten wird, für eine Krankheit, die hier noch nicht richtig als, wie soll ich sagen, als gefährlich empfunden wird. Es gibt hier Malaria, es gibt hier Armut, es gibt viele, viele Krankheiten oder nicht Krankheiten, aber Probleme, die täglich einfach die Leute zum Tode bringen. Und dann ist die Wahrnehmung, ne, von den Gefahren, von Frieden und von Sicherheit, von Konflikt immer unterschiedlich. Mir hat auch sehr gut gefallen die Frage über Diktatur, ne? Demokratie oder Diktatur. Demokratie ist auch eine Methode, ne?
der Politik. Und Kamerun wird als autoritäres Land auch gesehen. Aber das ist auch schwierig, ne? So ein Land zu regieren, wo 260 Sprachen gesprochen werden, aber das als Einheit zusammenzulegen. So oft sind ist unser Gedanken von Frieden und von Konflikt nicht unbedingt den Gedanken, was unsere Partner da in den Süden haben. Ne? Oder auch Konflikt, ne? Vermeiden Konflikt oder nicht. Ich lebe jetzt in einer Gesellschaft, wo Konflikt eigentlich negativ ist. Ne? Man muss irgendwie akzeptieren Meinungsverschiedenheit, ohne etwas zu sagen. Ne? Und unser ZFD-Konzept ist völlig anders und manchmal prallen wir, ne, in den Mentalitäten zusammen. Ich möchte gerne so Ihre Meinung dazu haben. Danke. Ja, vielen Dank für Ihre Eindrücke und für Ihr sozusagen Wissen, dass Sie mit uns geteilt haben. Also insbesondere dieses, dass Konflikt negativ belegt ist, das finde ich sehr spannend, aber es ist, glaube ich, auch nichts, also ich finde, dass man das eben auch in der deutschen Gesellschaft sehr häufig antrifft, so, also sozusagen dieses Grundverständnis, dass, also wir haben, glaube ich, in der Friedens- und Konfliktforschung auch ein Grundverständnis, dass eben Konflikt und Streit eben auch was Gutes ist und Innovation hervorbringt und dass man es braucht zum Interessenausgleich und dass es was ganz Normales und Produktives ist, solange es eben gewaltfrei sozusagen ohne Anwendung von Zwang und Gewalt vonstatten geht. Das zu vermitteln ist nicht immer einfach. Es ist was man, glaube ich, in allen Alters- und Gesellschaftsschichten auch vermitteln muss. Und genau was, wo ich denke, dass zum Beispiel ZFD und auch andere nichtstaatliche Akteure extrem wichtige Arbeit machen sozusagen, um auch zu vermitteln, dass Konflikt an sich zunächst nichts Negatives ist. Dabei würde ich es jetzt erstmal, wie gesagt, belassen und vielen Dank für die spannende Intervention. Dankeschön. Hat das mit dem Mikrofon jetzt funktioniert bei Ihnen? Sonst würde ich noch mal eine Frage aus dem Chat vorziehen und dann kommt es sicher noch mal danach. Genau, die ist mir gestellt worden. Bedarf es aus Sicht der befragten Expertin einer stärkeren Institutionalisierung der Abstimmung, Verzahnung zwischen Friedensförderung und EZ? In Deutschland gibt es ja zum Beispiel bereits das Konzept der Übergangshilfe, das sich jedoch explizit auf den Nexus humanitäre Hilfe EZ fokussiert. Ja. Stärkere Institutionalisierung der Abstimmung. So direkt formuliert, glaube ich, von den Expertinnen nicht, sondern eher sozusagen generell natürlich formuliert der Bedarf der Abstimmung zwischen verschiedenen Geber. Ich meine, es gibt natürlich generell die Diskussion über den Humanitarian Development Peace Nexus, wie er insbesondere im OECD-DAC geführt wird. Das Spannende ist daran, dass es ja erstmal, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, also diese
auch Diskussionen über stärkere Institutionalisierung und Abstimmung und Koordination und Kohärenz spielen sich ja insbesondere oft auch zwischen Gebern ab. Und das, was ich da auch nochmal rausgelesen habe, ist einfach, dass die Koordination, also das wichtig nicht nur ist, die Koordination zwischen verschiedenen Gebern oder zwischen verschiedenen Akteuren, die sozusagen in einem bestimmten Land entwicklungspolitisch oder wie auch immer intervenieren, sondern dass eine ganz zentrale Sache und Forderung eben ist, dass die Perspektive der lokalen Entscheidungsträger oder auch und auch der lokalen Bevölkerung in Betracht genommen werden muss. Also sozusagen Abstimmung, Verzahnung darf eben nicht bedeuten, dass wir uns hier irgendwie zwischen den OECD-Gebern abstimmen, sondern dass es insbesondere auch darum gehen muss, sozusagen den Bedarf vor Ort zu kennen, zu erheben, zu wissen und auf der Grundlage gemeinsam sozusagen mit den lokalen Akteuren aktiv zu werden. Vielen Dank. Wir haben immer noch ein technisches Problem, glaube ich, weshalb wir einfach noch mal zur nächsten Frage aus dem Chat kommen. Genau. Vielleicht darf ich... Genau. Soll ich? Ja. Da ging es um den Bundesminister Müller noch. Soll ich die Frage nochmal vorlesen, dass sie... Ja, ich habe sie, ja. Ja. Vielleicht können Sie die Frage nochmal wiederholen, damit dann einfach alle wissen, um was es auch geht. Genau. Ich überlege, ist eine super schwierige Frage, die ich irgendwie jetzt ad hoc, mit der ich mich echt schwer tue. Also die Frage lautet da, Bundesentwicklungsminister Müller hat gestern drastische Kursänderungen für die deutsche EZ vorgestellt, die den Rückzug der EZ aus vielen Ländern betrifft. Auch Länder, die im Friedensprozess oder Konflikt sind, Myanmar, zahlreiche zentralamerikanische Staaten etc. Wie schätzen Sie den Kurswechsel weg vom Gießkannenprinzip im Hinblick auf die Findings Ihrer Studie ein? Ja, das ist ein harter Brocken, wo ich irgendwie, ohne jetzt auf einzelne Fälle oder Länder einzugehen, es ist natürlich so, dass es wünschenswert ist, wenn dass die Bundesregierung sich langfristig und nachhaltig in Ländern engagiert und dort in der Konflikttransformation aktiv ist. Also sozusagen das, was wir teilweise auch empirisch nachvollziehen können, nämlich dass man sozusagen in bestimmten Kontexte oder auch sozusagen in bestimmte Friedensprozesse sozusagen plötzlich reinrennt. Also das ist jetzt gar nicht spezifisch auf die deutsche EZ ausgelegt, sondern man generell gibt es das Phänomen in bestimmten Fällen, dass eben, wenn es irgendwo einen Friedensprozess gibt, dass da plötzlich sozusagen Geber in sozusagen einsteigen und aktiv werden. Und das denke ich, ist oft nicht anstrebenswert. Sondern wichtig ist auch ein kontinuierliches Engagement und ein kontinuierliches Begleiten von Ländern über lange Zeit. Und das ist natürlich fokussiert besser möglich als mit dem Gießkannenprinzip. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt, ne, und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man Länder, die man langfristig begleitet, jetzt nicht von heute auf morgen im Stich lässt, ja. Vielen Dank.
Ich merke, es sind noch sehr viele Fragen da. Wir haben jetzt noch etwa 20 Minuten. Deshalb würde ich es gerne noch die zwei Wortmeldungen, die per Audio reingekommen sind, und dann nochmal zwei Wortmeldungen aus dem Chat abfragen. Und dann würden wir auch das Webinar zum Ende bringen. Genau. Sie haben das Wort. Herr oder Frau Gebrewold, ich glaube, es müsste es funktionieren mit dem Ton. Soll ich? Ich kann vielleicht zwischenzeitlich noch mal die nächste Frage im Chat war. Das Thema Staatsschulden und Schuldenerlass in diesem Zusammenhang und Verschuldung als Hemmnis von Entwicklung, ob das sozusagen thematisiert wird und in diesem Zusammenhang auch die Lieferung von Waffenexporten aus Europa an stark verschuldete Länder. Wird es in der Studie thematisiert? Nein. Nein, denke ich an der Stelle. Genau, also es spielt natürlich, ich weiß nicht, ob das, aber das bezog sich ja erstmal auf die Studie, denke ich, die Frage. Also das Thema Staatsschulden, Schuldenerlass war sozusagen kein Thema, das jetzt irgendwie im größeren Rahmen Erwähnung fand. Ich habe jetzt gerade noch mal im ersten Moment, war ich am Überlegen. Es spielt natürlich aktuell jetzt als Antwort sozusagen auf die Corona-Krise und wie der globale Süden jetzt auch unterstützt werden oder Länder, Entwicklungsländer, Konfliktländer unterstützt werden können. Da spielt natürlich Schuldenerlass, Stichwort G20, aktuell auch eine große Rolle als Teil einer sozusagen sozioökonomischen Antwort auf die Corona-Krise. Genau, das Thema Waffenexporte in unserer Studie direkt nicht, aber es ist natürlich ein riesiges Problem und an der HSFK gibt es dazu auch Expertise. Verweist da gerne auch auf den Bericht, den jährlichen Bericht der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung. Und ja, genau, also Waffenexporte ist natürlich ein Thema, ein riesiges Thema. Genau. Aber jetzt nicht nur, also sozusagen ist ein Thema nicht nur für Deutschland, sondern eben generell ein globales Thema. Dankeschön. Herr Müller, können Sie Ihr Telefon, Ihr Mikrofon anmachen? Dann können Sie Ihre Frage auch einfach direkt stellen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Machen wir vielleicht noch mit der Frage von Frau Becker weiter. Haben die Expertinnen bei der Nennung von Klimawandel und Ressourcen als Konflikttreiber auch Bezug auf spezielle Risiken genommen? Zum Beispiel Rückgang von Frischwasserressourcen oder Nahrungsmittelsicherheit? Auch da würde ich sagen, also exemplarisch wurden solche Dinge natürlich genannt. Das waren jetzt gerade relativ starke
Genau, das war das Mikrofon, das schon angeschalten war. Vielleicht gleich im Anschluss nochmal, Herr Müller. Also wir waren bei genau diesen, ob da spezifische Risiken genannt wurde. Also es wurden natürlich verschiedene Beispiele genannt, also diese Interviews waren ja, also das haben Sie ja wahrscheinlich auch gemerkt, ne? Diese Studie war auf einer sehr hohen, also es war eine gewisse Flughöhe. Wir haben sozusagen sehr breit gefragt und entsprechend sind natürlich auch die Antworten sehr breit und nicht spezifisch. Klimawandel, natürliche Ressourcen war so ein genereller Themenschwerpunkt, der sehr oft zur Sprache kam. Aber diese spezifischen Mechanismen wurden jetzt im Prinzip oft nicht en Detail besprochen oder erwähnt, was aber sicher auch damit zusammenhängt. Also hätten wir jetzt spezifisch Klimaexperten nochmal befragt, wären die Antworten sicher auch andere gewesen, aber das haben wir ja nicht getan. Also so, das erklärt das vielleicht so ein bisschen. Herr Müller, wollen Sie es mal versuchen, jetzt mit dem Mikrofon? Besser nicht. Dann schauen wir noch mal, ob es noch Fragen im Also wir Chat haben eine gibt. Frage hier, wenn das, also von einem Thomas Müller, vielleicht ist das, Genau. er fragt hier spezifisch nochmal, zur Rolle von Gewerkschaften im Zusammenhang von Frieden und Entwicklung. Nee, kommt in der spezifischen Form tatsächlich, auch nicht vor. Also hätte es jetzt nochmal spannend gefunden, in welchem spezifischen Zusammenhang sozusagen Sie gerne, also aus welchem spezifischen Zusammenhang die Frage kommt und was sozusagen der Hintergrund ist. Gewerkschaften sind natürlich irgendwie, wenn man über die Einschränkungen der Rechte der Zivilgesellschaft spricht, dann sind natürlich davon oft auch Gewerkschaften betroffen. Genau, Entschuldigung, ich war kurz durch den Chat abgelenkt. Also genau, Gewerkschaften sind natürlich auch betroffen durch Einschränkungen in vielen Ländern. Also ich muss gerade an Kolumbien denken zum Beispiel, wo ja auch gerade Gewerkschaftler immer wieder zum Ziel von Anschlägen werden. Aber das sozusagen spezifisch dazu in der Studie jetzt auch nicht. Und genau, und Herr Gebrewold fragt noch mal nach Rüstungsexporten. Das hat ja eben schon gesagt. Also da kann ich gerne auf, also wie gesagt, würde ich gerne verweisen einfach auf zum Beispiel den Bericht der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, die da Einschätzungen, wichtige Einschätzungen und kritische Einschätzungen zu liefern. Okay, jetzt sehe ich, dass wir tatsächlich noch weitere 10 Minuten haben, dass also noch eine oder zwei Fragen gehen würden. Vielleicht fange ich einfach an, bis es Menschen noch gedacht und Fragen gestellt hatten. Sie hatten in Ihrer Studie noch diesen Begriff von Friedensentwicklung, also dass es so ganz stark zusammenhängt. Und für mich ist immer so die Frage, in welche Richtung das eigentlich geht. Also
Also müssen wir eigentlich so Peacebuilding-Ansätze haben, also eigentlich Entwicklungspolitik machen und dann wird es eh friedlich? Oder müssen wir eigentlich mit Konfliktbearbeitung anfangen und dann haben wir hinterher auch die Möglichkeit für nachhaltige Entwicklung in anderen Bereichen, soziale Entwicklung, ökonomische Entwicklung? Also die Frage, wo fangen wir an? Wahrscheinlich sozusagen gibt es darauf keine generalisierbare Antwort, sondern es hängt von den Umständen in dem jeweiligen Land ab. Ich glaube, man muss sich sehr, sehr genau anschauen, wie die Situation in dem Land ist, welche Konfliktdynamiken es dort gibt, welche Akteure es dort gibt. Und in unserer Studie verweisen wir auch nochmal ganz dezidiert darauf, wie wichtig es ist, dass man Konfliktanalysen zur Verfügung hat, die sozusagen die den Status und die Bedarf in einem Land analysieren und die jetzt auch nicht unbedingt von Gutachtern am Schreibtisch geschrieben werden sollten, sondern die auch unter Einbeziehung gerade lokaler Akteure und lokaler Expertise erstellt werden sollten. Ich denke, dass das eine ganz wichtige Grundlage ist, um aktiv zu werden. Und dann ist es wahrscheinlich, natürlich muss man immer irgendwo anfangen, aber wichtig ist auch da, dass man sehr genau abwägt, wie man an verschiedenen Punkten aktiv wird und sozusagen, dass man auch verschiedene Bereiche gleichzeitig angeht und die sozusagen abgestimmt sozusagen voranbringt. Ich fand, es gab vor ein paar Jahren mal einen Versuch, sozusagen zu priorisieren, was man in Konfliktzonen tun sollte. Damals wurde der New Deal for Engagement in Fragile States verabschiedet, 2011 in Busan. Und da ging es darum, wie man sozusagen auch einen Prozess schaffen kann, lokale Bedarfe zu erheben und die mit Gebern abzustimmen und dann auf bestimmte Kernziele und Kernbereiche hinzuarbeiten. Das ist, glaube ich, die Antwort, die jetzt keine Entscheidung und kein Entweder-Oder ist. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade keine gehobenen Hände oder Fragen gesehen. Ich schicke jetzt gerade noch mal über den Chat einen aktuellen Link zum Bereich Rüstungsgüter, weil das jetzt mehrfach auftauchte. Wie gesagt, kein Thema in der Studie, aber generell natürlich ein großes Thema auch für uns. Ja, es schreibt gerade noch eine Person. Ich finde trotzdem schon mal letzte Worte und dann kann ja noch eine Frage nachgeschoben werden, wenn da gerade noch eine kommt. Herzlichen Dank, Frau Koni-Zimmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Einblicke, für das Gespräch auch im Anschluss. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass es auch jetzt ein Auftakt war für weitere Webinare auch in den nächsten Wochen, immer am Donnerstag. Und ich freue mich, wenn auch diese gut besucht sein werden. Okay. Genau. Von meiner Seite eben auch genau ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, dabei bleiben und mitdiskutieren. Und
Genau, also ich fand es sehr interessant. Wir haben diese Studie rausgegeben und das, wir wollten die eigentlich an verschiedenen Orten vorstellen und diskutieren. Das ist jetzt alles nicht passiert, eben aufgrund der aktuellen Situation. Und ich fand die Fragen sehr, sehr spannend. Es, wie gesagt, hat mir auch gezeigt, wir waren mit der Studie so auf einer gewissen Flughöhe und auch auf einer sehr generellen Ebene und haben ganz viele Themen einfach auch nicht behandeln können. Aber genau, vielen Dank für die Anregungen und Fragen, die mir auch nochmal zu denken geben. Dankeschön. Dankeschön. Dann wünsche ich eine. Da gibt es nochmal Dank und positive Rückmeldungen. Genau. Dann ist jetzt der Raum einfach noch 2 Minuten offen und dann genau schließen wir den. Vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Abend Ihnen allen. Tschüss und auch vielen Dank, Frau. Ja, vielen Dank und viel Spaß bei den weiteren Webinaren.